Das muss über unsere Natur verstanden werden, damit man diese falsche, unsinnige, darwinistische Survival of the Fittest Ansicht Nonsens über die menschliche Natur aus seinem Hirn bekommt. Wenn man das glaubt, dann steht man schon völlig unter Gedankenkontrolle, Leute. Ich kann es nicht deutlicher sagen. Es ist Unsinn. Es ist eine sogenannte, in Anführungsstrichen, Theorie, die nicht einmal ihren eigenen Ansprüchen durch die fossilen Funde entsprach. Die Leute müssen aufhören, es als Gesetz anzusehen. Es hat nichts mit Gesetz zu tun. Menschen verhalten sich nicht einfach so in gewisser Weise aufgrund ihrer Natur. Sie lernen Verhalten. Diese Ansicht, Natur im Gegensatz zur Erziehung, ist ein Haufen Schrott und muss fallen gelassen werden. Es ist fast alles Erziehung. Es hängt fast alles davon ab, was wir von den Generationen vor uns, unseren Eltern und den sogenannten Lehrern lernen oder nicht lernen und von unseren, in Anführungsstrichen, Führern, die keine Ahnung haben und sich nicht für uns interessieren. Sie programmieren uns mit Schrott und wir erwarten Qualität im Leben. Das funktioniert so nicht. Das wird niemals so funktionieren. Nächster Lösungsschritt ist zu verstehen, wer diese Agenda umsetzt. Und glaubt mir, es wird von diesen Gruppen und Individuen dirigiert. Ihr müsst mir nicht glauben, weil dann wird es eure Beerdigung sein. Auch die Leute online, die das sehen und das nicht glauben oder begreifen wollen, dann wird es eure Beerdigung sein. Refuse to understand and look into these agendas put forward by all these groups I'm going to talk about. It's your funeral. Ihr könnt mir glauben, sie arbeiten dran und sie bekommen es hin. Das erste Institut, was man sich ansehen sollte, ist das Tavistock Institute of Human Relations. Wenn man nicht begreift, was das Institut ist und wer da arbeitet, was sie in die Welt geben, dann bekommt man den Großteil der Gedankenkontrolle in der Welt nicht mit. Denn genau da treffen sich die sozialen Ingenieure und machen dort ihre Pläne. Das Buch von John Coleman darüber ist absolutes Pflichtmaterial und es ist unentschuldbar, es nicht gelesen zu haben. Ihr müsst das Buch Tavistock Institute of Human Relations lesen, um zu verstehen, was die Leute in dieser Gedankenkontroll-Denkfabrik machen. Coleman hat auch ein Buch über die nächste Gruppe geschrieben, den Club of Rome. Direkt verbunden mit dem Vatikan und direkt verantwortlich für die Implementierung der Bevölkerungskontrolle oder Eugenikagenda auf diesem Planeten. Und das ist verbunden mit der religiösen Bevölkerungskontrollagenda. Denn diese vordergründigen religiösen Gruppen, besonders die drei großen Religionen, Christentum, Islam und Judaismus, sind alle von den dunklen Okkultisten infiltriert und übernommen worden. Diese drei Religionen wurden von dunklen Okkultisten gegründet. Ihr müsst euch den Club of Rome ansehen. Als ich noch Satanist war, wurde der Name dieser Gruppe von höherrangigen Leuten als meiner Person immer und immer wieder erwähnt, weil sie mich aufgrund meiner Persönlichkeit mit ihnen in Kontakt bringen wollten. Selbstverständlich habe ich dort nie mitgemacht, aber es wurde mir vorgeschlagen, weil sie dachten, ich habe das Gemüt, um in einer Eugenik-Agenda mitzuwirken. Und wisst ihr was? Das hatte ich. Und noch was, ich habe es immer noch. Na, wie ist das? Ihr wollt eine schockierende Offenbarung für die Free Your Mind 4-Konferenz? Ich bin ein Eugeniker. Ein wahrer Eugeniker, kein Dysgeniker. Was ein Eugeniker will, ist gutes Züchten. Das ist die Bedeutung von Eugenik. Das heißt, ich möchte, dass die Leute hochgezüchtet werden, zu höherem Bewusstsein und zu höherer Aufmerksamkeit. Epsilon in Greek. Die griechische Vorsilbe eu bedeutet gut. Und genos, der andere Teil von Eugenik, bedeutet Rasse, Bestand oder Zucht. Genos means race or stock or breed. Es bedeutet also bessere Zucht von Personen erzeugen. Das ist die Bedeutung. Okay, so I truly want eugenics.
Ich möchte also echte Eugenik. Ich will keine Dysgenik. Wie wir gestern schon festgestellt haben, kann man die sozialen Ingenieure nicht Eugeniker nennen. Sie versuchen nicht, die Menschheit zu verbessern. Sie versuchen, uns runterzuzüchten, damit wir uns selber keulen und ihnen helfen, uns zu keulen. Das ist Dysgenik. Das hat nichts mit guter Zucht zu tun. Das ist schlechte Zucht. Sie dachten also, dass ich ihnen helfen könnte bei ihrer Arbeit der Dysgenik, als ich noch ein Satanist war. Weil sie bestimmte Fähigkeiten und Charakteristika in mir sahen, die sie nutzen wollten. Aber das ist genau der Punkt. Ich verstand, was die sogenannte Eugenik bedeutet, aber es war ja in Wirklichkeit Dysgenik. Ich verstand es. Und sie wussten, dass ich es verstand und wusste, wie es funktioniert. Deswegen wollten sie mich da reinbringen. Es ist etwa so, als wenn man versucht, einen Psychopathen zu verstehen. Man kann nicht wirklich den weltweiten Level des Bösen verstehen, solange man sich nicht in solche Leute reinversetzen kann. Das ist ein Teil des Problems, Leute. Die Leute können sich das Böse nicht vorstellen. Die Leute fragen, warum soll ich das tun und wofür brauche ich das? Sie können sich keine psychopathischen Gedanken vorstellen und das ist nicht gut, dass sie das nicht können. Man kann nicht das Böse visualisieren und man versteht nicht, wie es arbeitet. Man kann sich nicht vorstellen, eine ganze Bevölkerung zu kontrollieren und man kapiert dann auch nicht, dass es schon gemacht wird, weil man sich nicht in die Köpfe der Leute reinversetzen kann, die es tun. Es ist fast zu fantastisch für das Gehirn zu akzeptieren. Es ist nicht gut, dass die Leute nicht so denken können. Man sollte die Möglichkeit haben, sich in diese psychopathische Gedankenstruktur reinzuversetzen. Ich nenne das den Psychopathen haben. Wenn du das nicht hast, dann kannst du nicht verstehen, mit was zu einem Bösen wir es zu tun haben. Und man kann schon gar nicht dagegen kämpfen. Wenn du das nicht hast, dann kannst du nicht verstehen, mit was für einem Bösen wir es zu tun haben. Und man kann es schon gar nicht bekämpfen. Nicht möglich, wenn man diese verdunkelte Seite nicht in sich trägt. Nicht möglich. Andere Gruppen, Geheimdienste sind mit eingebunden. Besonders der CIA, das Council on Foreign Relations, eine Denkfabrik, die politische Operationen in Zusammenhang mit der Eugenik-Agenda plant. Die Vereinten Nationen, eine weitere weltweite Gruppe, die eingespannt ist in die Eugenik- und Bevölkerungskontrolle. Die Rockefeller Foundation, verantwortlich für viele der pharmazeutischen Aspekte der Eugenik-Agenda. Die Bilderberg-Gruppe, die sich um die internationale Politik und Eugenik kümmert. Es ist eine sehr kleine Clique, finanzielle, politische und wissenschaftliche Führungspersonen. Die fabianistische soziale Gesellschaft, deren Zeichen wie ein Schild aussieht. Ihr Logo ist ein Wolf im Schafspelz. Fabianischer Sozialismus wird auch stufenweiser Sozialismus genannt. Es ist die Form von Politik, die zurzeit in den USA gemacht wird. Es bedeutet, dass man durch die Institutionen marschiert, um seine Agenda politisch umzusetzen. Man versucht nicht, eine Nation militärisch zu erobern oder umzustürzen. Man macht es über die kulturelle Revolution. Dazu kommen wir noch. Das heißt, man geht auf Zehenspitzen dem totalitären Kommunismus entgegen. Die fabianistische Gesellschaft ist daran beteiligt, durch die marxistisch-kommunistische Verbreitung in den USA. Wir werden noch sehen, dass dies ein kommunistischer Plan ist. Das ist eine kommunistische Agenda, Leute, um den Zusammenhalt einer Kultur zu schwächen, den familiären Zusammenhalt zwischen Mann und Frau. Das ist eine der bereichsübergreifenden Angriffsmethoden der Kommunisten, mit denen sie jedes Land bisher übernommen haben. Und sie sind tief eingegraben in die USA. Und sie kriegen was geschafft. Sie sind eine zusammenhaltende Gruppe, die hauptsächlich im öffentlichen Schulsystem arbeitet.